Ja, moin, moin, meine Diggers und Diggerinas. Und hier in der nächsten Folge Far Cry Primal. Ich guck mal kurz auf die Karte, damit ich euch mal kurz was zeigen kann. Ich bin in der letzten Folge war ich ja hier. Ne, stimmt ja gar nicht. Doch, ich war hier in der Umgebung. Und hab mir gedacht, denn, bis ich hier ganz runtergelaufen bin, das dauert Ewigkeiten. Und deswegen habe ich gedacht, ich überspringe das mal für euch. Wenn ich sowas in Zukunft trotzdem machen soll und ihr den ganzen Laufweg sehen wollt, dann schreibt mir das mal wirklich einheitlich in die Kommentare. Und, oder wenn ihr es so besser findet, dass ich dann wirklich den Weg zur Mission quasi überspringen soll, damit es ein bisschen, ja, wie soll man sagen, damit es nicht so langwierig ist, dass ich dann doch wieder ein bisschen schneiden soll, dann sagt mir einfach Bescheid. So, und jetzt geht's hier los. Wir müssen irgendwie gucken. Warte mal, erstmal die Eule. Ich bin ja schon direkt drin eigentlich. Und, ich weiß jetzt nicht, wo die... Ach, da sind welche. Oh, oh. Oh, oh. Das war die erste. Fiese Map. Und die zweite Fiese Map. So, wo ist der nächste? Du willst auch noch was? Kriegst du. Das war ein verdammt schöner Kill. Und damit haben wir das Lager erobert. So, ich muss das hier anzünden. Moment, erstmal. Ach, das sind die Fähigkeiten. Okay, seit wann ist das denn auf Tabulator? Okay, krass. So, ich gucke gleich nochmal nach. Erstmal entzünde ich hier das Lagerfeuer. So. Steinwacht, Leuchtfeuer. Sehr schön. 2 von 16 habe ich schon. Es geht eigentlich relativ, oder es ginge eigentlich relativ fix, würde ich das immer machen, aber naja, wozu? Weißt du, vielleicht mache ich das so ein bisschen nebenbei. Aber jetzt erstmal primär, was haben wir hier denn? Fleisch? Kann ich das nehmen? Das kann ich nehmen. Die Mission machen sind erstmal im Vordergrund bei mir. So, nun gucken wir mal. Hier haben wir auf jeden Fall einen Schnellreisepunkt. Das finde ich sehr angenehm. So, jetzt erstmal hier. Was haben wir denn hier? Wir haben hier einfache Heilung. Okay. Verfügbar. 2 Gesundheitsbalken. 3 Gesundheitsbalken. Mach ich das mal? Ach, das kann ich hier. Ach so, okay. Das ist quasi. Ah, für jetzt sofort. Okay, okay, alles klar. So, auf K erstmal hier die ultimativen Fähigkeiten. Was haben wir denn hier? Handwerksfähigkeiten, Kampffähigkeiten. Na, ich glaube, ich mache noch ein bisschen was mit den Kampffähigkeiten. Was haben wir denn hier? Waffen benutzen beim Leichen bewegen. Das mache ich ja so gut wie nie. Mammutreiter freigeschaltet. Nähere dich einem jungen Mammut und halte E gedrückt, um es zu reiten. Das stelle ich mir spannend vor. Was haben wir hier noch? Splitter-Takedown. Drücke in der Nähe eines Gegners F, um einen Takedown einzuleiten. Das ist ganz nice. Ich glaube, ich mache das. Ja. Tod von oben, habe ich den schon? Müsste ich schon haben, ja. Was haben wir hier? Ah, Nahrungsbooster. Och ja, oder vielleicht die Eule? Ah, brauchen wir ein bisschen zu viel, ne? Was haben wir hier noch? Oder ich spare meinen Punkt. Ach komm. Lernen, dann haben wir es schon mal. So, wo muss ich hin? Oh, Höhlenlöwe. Gehen wir mal zu Jaima. Zu Jaima, der Jägerin. So, und nu möchte ich mal ganz kurz mal irgendwas nachgucken. Und zwar war das hier. Genau, was kann ich denn zähmen? Ich kann... Jaguar? Nice. Leoparden, Höhlenlöwe. Warte mal, sind wir da nicht auf dem Weg hin? Höhlenlöwe? Also es ist jetzt nicht unbedingt so das Ziel dieser Folge, aber ich sag mal so, wenn uns einer über den Weg läuft. Oh, das ging ja schnell. Ach, Nina. Das guck ich mal an. Oh Gott, oh Gott. Lass mich in Ruhe. Oh, 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 oh. Fuck, 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 fuck. Oh, das überlebe ich nicht. Oh, 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 Steuerung, Steuerung. Oh Gott sei Dank, Alter. Ich komm her, ich komm her, ich komm her. Bin ich schon da, bin ich schon da. Gönn dir erstmal einen schönen Snack. So.
Ich brauche dich nämlich noch für ein paar Folgen. So. Selbst nach den Folgen behalte ich dich, ne? Ist klar. Aha. Ich versuch's nochmal. Oh, ich versuch's lieber nicht. Weil es nicht funktioniert. Ich muss das Ding ganz schnell anschalten. Na, komm zurück, komm zurück, komm zurück. Der ist ein bisschen heftig, der Dude. Jetzt kämpfen die da gegeneinander. Jawohl, das nutze ich jetzt, um abzuhauen. Meine Güte, also die wilden Tiere sind wirklich, die darf man nicht unterschätzen, denn wenn man sich da ein bisschen zu sehr reinwagt und sich denkt, oh ja, das mache ich mal eben schnell, dann ist man mal eben ganz schnell tot und man hat gar nichts gewonnen. Was haben wir denn da? Ach, was, ein Jäger? Kann ich die nicht auch zähmen? Probier's mal. Nicht dein Ernst. Ging das zähmen nochmal? Oh, okay. Das geht noch nicht. Das ist der Gehsteigpanzer von ein paar Folgen zuvor. Oh, so geil. Ich liebe dieses Vieh, weil es so geile Geräusche macht und sich dann so lustig fortbewegt. Das ist total geil. Finde ich super episch. So, 100 Schritte noch. Ich nehme den Schiefer mit. So. So, Pfeil und Bogen. Ich brauche auf jeden Fall noch einen Köcher, wenn ich ihn noch nicht habe. Ich weiß das gerade gar nicht. Ich meine, den wollte ich noch freischalten oder ich habe ihn freigeschaltet. Eins von beiden. Südpurblatt nehmen wir auch noch mit. Oder Purpurblatt. So. Höhle von Nazari. Ups, was war das denn? Eine Falle? Ja, eine Falle. Eine Schlange? Ja. Oh. Zwischensequenz. Papa! Dawinja. Nutaiwanka. Schlauter. Mach ich bei die Mama frei. Du hast das Schwalim, Harsar Kamas. Schittaugata. Du hast das Schwalim, Sam Harsi. Hals Haftschu Weidam, Quati Salka Daijam. Mach ich wasch da Mama Fadi. U Quati Salka Daish. Ich hab's weiter da. Du Schigwasch. Auf der Jagd. Hals, Schangwasch. Zack. Da sind die Bärentatzen. Wir müssen hier nach unten laufen. Nach links, ne? Ey. Ah, ne, hier geht's weiter. Ach, mein da. Ich brauche gerade gar kein Fleisch. Was sind das denn für lustige Dudes? Oh, scheiße. Es ist vor allen Dingen Nacht. Und ich brauche ganz schnell Feuer. Dankeschön. So. Ich muss trotzdem dort in die Richtung, wo die jetzt gerade hinlaufen. Da kann ich ein Feuer anzünden, so wie es aussieht. Oder auch nicht. Allerdings. So. Das ist schon mal nicht gut, wenn der Bär hungrig ist. Das heißt, er wird dann wahrscheinlich auch angriffslustiger sein. Aber hier sind auch Blutspuren. Immer wieder auf den Tatzen zu sehen. Schweinchen. Das wollen wir aber alles nicht. Das ist ein Eber übrigens und kein Schweinchen. So, was haben wir hier? Ah, wieder Bienenschwamm nehmen. Oh, lol. Ich habe einen Bienenschwamm genommen. Alles klar. Ja, ihr habt es gesehen. Ich habe mal eben so einen Bienenschwamm aufgehoben. Ja, wer macht das nicht, ne? Mal eben schnell durch den Wald laufen, sich einen Bienenstock suchen, den in die Tasche stecken, nach Hause gehen. Mhm. Alles klar. Was haben wir hier? Oh. Oh. Ja, wahrscheinlich, weil er angegriffen wurde. Von Jägern, höchstwahrscheinlich. Sonst würde da kein menschlicher Arm liegen. So. Na, ich befürchte, es geht da unten rein. Jawohl. Vielleicht auch in eine Höhle. Weil Bären ziehen sich ja auch meistens oder oftmals in Höhlen zurück. Auch für, Winter, für den Winterschlaf. Oh ja. Das ist das ganze Blut im Fluss. Das Schilf nehme ich mal mit hier.
Das brauchen wir sowieso noch für den Hüttenbau. Was haben wir hier? Grünblatt, das nehme ich auch noch mit. Mal kurz ein bisschen Holz mitnehmen, man hat ja nie genug. So. Ja, alles klar, so viel dazu, Tasche voll. Ah, okay, da vorne ist ein kleines Lager. Oh, was ist passiert? Okay. Da geht's auf jeden Fall lang. Ah, das ist... Da ist ein Bär. Ich weiß aber nicht, ob der hier gemeint ist. Kurz mal untertauchen. Denn die Frage, die ich mir gerade stelle, ist... Hier ist zwar Feuer... Aber hier ist keine Menschenseele, das heißt... Der Berg kämpft noch mit den Anwohnern. Slash Einwohnern. Oder er verblutet gerade, beziehungsweise leckt seine Wunden. Hm. Okay, weiter hier am Fluss entlang, wobei das auch ziemlich cool aussieht. Lasst das mal ein bisschen auf euch wirken jetzt. Das sieht schon verdammt cool aus. Hier wieder die... Oh, die werden... Naja, unregelmäßig sind sie gar nicht mal. Und Kampf dürfte es gegeben haben, aber ich glaube nicht, dass der sich jetzt so einfach zu... wie sagt man? Sich jetzt einfach geschlagen gibt und sagt so, ja, ja, mach mich mal platt, nimm mich mit. So. Was für ein Anblick. Was für ein Anblick. Kann ich einen Bären schon zähmen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ne. Gut, dafür nehme ich jetzt Folgendes. Ich nehme jetzt erstmal den Bogen. Wo habe ich mein Waffenrad? Hier ist mein Waffenrad. Ich brauche auf jeden Fall Bienenschwarm. Na, komm. Du zuerst. Gottes Willen. Schnell, 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 bevor ich sie umkippe. Oh, ich komme. Oh nein, schnell. Au, eingerenkt. Jetzt geht's weiter. Oh, schnell. Ja, ich hol dich. Steh auf, steh auf, steh auf. Kann ich den noch irgendwie... Ja, den kann ich nochmal ganz schnell häuten und das Fleisch mitnehmen und somit die Aufgabe erfüllen. Und schnell wieder zurück. Was ist das? Noch ein Bug, okay. So, und jetzt muss ich wieder zurücklaufen. Aber guck mal, der Bär, das war... Hätte ich den Wolf nicht gehabt, wäre das echt schwer geworden. Weil, ich meine, Feuer ist sehr, sehr effektiv. Das wissen wir alle. Oh, was? Wieso? Nochmal wieder zurück? Hä? Was ist denn das jetzt? Gibt's da noch einen Bären? Habe ich jetzt nicht aufgepasst? Finde... Ach, finde die Jäger. Ich habe nicht aufgepasst, Leute. Sorry. Gut, finde die Jäger. Das machen wir doch mal. Könnten in der Höhle sein. Ja, hier oben ist nichts. Ja, Leute, die sind in der Höhle. So. Wenn hier eine ist... Oh ja. Neuer Ranger-Spezialist. Sehr cool, wir haben die Jägerin hinzugefügt zu unserem Dorf. Auf der Jagd, abgeschlossen. Sehr, sehr cool. Tapfere Dienste hier von Merlowoody. Sehr schön, neue Dorfbewohner dabei. Wunderbar. Ja, das bedeutet für uns,
Wir sind am Ende der Folge angelangt. Und damit verabschiede ich mich von euch. Und wir sehen uns in den Kommentaren wieder. Haut rein, euer Odix.